Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Check. Quatsch, wir spielen doch heute Peter Beast Monster. Das war schon wieder in einem anderen Spiel. Gut, wir haben im letzten Part angefangen, unseren Produktionsraum hier drüben etwas auszubauen. Das werden wir jetzt dann gleich mal noch gar vollenden. Dass wir hier dann unsere Produktionsstätte hier einbauen können. So. Zack, zack, zack. Hier ist die Kante. Das Ding da unten steht auch schon wieder. So. Gut. Oh, das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd gebaut. So. Gut, dann hätten wir das erstmal zu. Dann machen wir hier gleich mal noch ein Dächlein drauf. Zumindest halt erstmal ein Flachdach. Oder zumindest erstmal von oben her Ruhe haben. Hier auf dem Haus muss ich dann sowieso mal schauen. Ich werde dann hier sowieso dann, ich denke mal, nach oben hin auch noch ein bisschen weiter bauen. Aber ich glaube, so ein richtiges Spitzdach oder sowas werde ich hier, glaube ich, nicht drauf bauen. Das wird jetzt so eher so unser Produktionshäuschen hier. Wir werden das dann natürlich später auch noch ein schönes Häuschen bauen. Wo wir dann quasi eine Art Wohnhaus. Aber momentan bauen wir erstmal jetzt hier das Produktionszeug, dass wir erstmal ein bisschen vorankommen. Ich hoffe mal, dass schon meine Steine reichen. Wie weit haben wir denn noch? Ja, ein Stückchen haben wir schon noch. Glas bauen wir danach auch. Muss dann erstmal gucken, weil ich habe nämlich drüben Dings genommen, Glasscheiben. Die verbinden sich ja nicht. Ich werde dann hier mal schauen, ob ich hier eventuell ganze Glasblöcke nehme, dass sie sich vielleicht verbinden. Jetzt hoffe ich nur mal, dass ich hier nicht gleich einen Arsch voll kriege, weil es gerade wieder dunkel wird. Weil da das ja auch Minecraft 1.6.4 ist. Da ist das Ganze ja schon ein bisschen extremer geworden mit den Monstern. Die haben eine viel höhere Range, muss einen entdecken. Ja, sag mal, wie groß ist denn das Dach? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, hab's gleich geschafft. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Das ist mir zu heikel. Ja, dass hier gleich noch so ein blöder Creeper oder sowas wieder ins Haus reingestürzt kommt. Und, ja, ihr kennt's ja. Vor allen Dingen die Creeper mögen mich ja sowieso nicht, ne? Weißt du ja? Und da ist immer so eine Sache, das ist immer... Wobei ich allerdings sagen muss, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich kann sie auch nicht leiden. Wie ist eigentlich deine Erfahrung zu Creepern? Findest du die lustig oder interessant? Also ich finde sie eigentlich meistens störend. Aber ich glaube mal, zu 90% werden... alle, die relativ störend finden. Aber kannst du mir ja gerne mal unten in die Kommentare mal reinschreiben, wenn du die vielleicht cool findest oder so. Soll es ja auch geben. Dass Leute die ganz lustig finden und so. Also ich finde sie relativ nervig. Ich meine, solange wir sie dich in Ruhe lassen, ist das in Ordnung, dann ist das auch gut und schön. Aber meistens kommen sie dann wirklich an und jagen sich dich dann wirklich in den unmöglichsten Augenblicken in die Luft. Vor allem machst du irgendwo was, siehst keinen. Und dann drehst du dich um und Sekunden später zischt sie hinter dir. Und sie sprengen sich in die Luft. Jetzt haben wir natürlich erstmal wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Das sollte natürlich nicht sein. Ich wollte F7 wollte ich.
Hallo? Jetzt. Sei statt auf F7 habe ich jetzt auf F11 gedrückt, das war das Vollbild. Gut, also hier drinnen passt das alles. Hier drinnen soll nichts spawnen. Hoffe ich ganz einfach mal. Aber ich gehe mal stark davon aus. Weil bis jetzt hat mich das eigentlich nicht im Stich gelassen. So. Ich bin hier immer noch am Überlegen, soll ich hier den roten Stein reinlegen, wie hier draußen im Vorraum? Oder soll ich hier eher Stone Bricks reinlegen? Ich meine, Red Sandstone habe ich ja ein bisschen was. Ich glaube bald, ich führe das so weiter, aber ich finde das eigentlich recht cool. Das schaut eigentlich recht gut aus. Schaut aus wie so ein Schwimmbad-Fliesenboden. Ich finde es aber eigentlich recht cool so. Von dem her würde ich eigentlich schon, wäre ich eigentlich schon fast dazu geneigt, das auch so weiter zu machen. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Verbindest du dich richtig? Oder wirst du dann genauso zu solchen... Weil ich will diese Scheiben so nett haben. Ich mag lieber große Scheiben. Von dem her werde ich jetzt mal probieren, ob das vielleicht sich verbindet. No. So. Nee, verbindet sich auch nicht. Da hätten wir auch Scheiben reinmachen können dann, wenn sie es auch nicht verbindet. Ja gut, das passt schon so. So. Gut. Der Nisa muss erstmal sein. Ja gut, dann können wir... Ach, komm, scheiß drauf. Ich hau jetzt hier trotzdem ganz normal die Scheiben so rein. Warum rutscht du nicht nach? Spinnst wohl eine Menge, oder was? So. Genau, haben wir so normal die Scheiben rein. Schauen wir dann zwar noch, ob wir dann eventuell vielleicht irgendwo noch so kleine Zwischensegmente reinziehen oder ob wir große Scheiben lassen. Das sehen wir dann aber, wenn wir die Maschinen hier reinbauen. Das reicht natürlich mit Glas nicht. Idealerweise. Nein, ich brauche dich. Ja, das reicht auch nicht. Sand, 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 Sand haben wir genug. So. Wo hüpfen denn eigentlich diese ganzen Viecher rum, die hier sind? Sind die alle unter mir, oder was? Weil siehst du auf der Map oben so viele Viecher. Was war das denn gerade? Went Recharge. Aha. Aha. So, 52. Das reicht, denke ich, auch noch nicht. Aber das ist auch kein Problem. Also manchmal ist die Hintergrundmusik ein bisschen komisch. Bricht mitten im Lied ab. Manchmal ist es ein bisschen eigenartig. Ach doch, reicht doch. Sehr schön. Cool. Okay, da hätten wir unseren Produktionsraum schon mal fertig. Jetzt brauchen wir allerdings, denke ich mal, gleich eine neue Schaufel. Wenn ich jetzt nämlich hier unten den Sand aushebe, wird diese Schaufel nämlich definitiv nicht durchhalten. Oh, ich habe nur noch einen Diamanten. Puh. Das ist nicht viel. Definitiv nicht viel. Es ist schon Zeit, dass die Quarry dann langsam ein bisschen Jass gibt und da hinten vielleicht eventuell so ein paar Diamanten mitbringt. Das wäre nämlich recht nice, wenn die das machen würde. Weil die wird jetzt definitiv nicht mehr lange halten, die Eisenschaufel. Oh, was war das? Das war ein Stocker. So, sage ich doch, dass sie nicht lange hält.
So, dann hauen wir das hier noch raus, dann haben wir nämlich hier wieder roten. Haben wir nämlich hier den genau denselben Boden rein wie da draußen. Und dann schaut das, denke ich, recht nice aus. Hoffe ich doch mal. Muss ich nur beeilen, dass hier nicht wieder irgendwelche Viecher drin spawnen oder so. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Dass mir irgendwelche Viecher ja wieder drin rumeimern. Das wäre etwas dämlich. So, holen wir uns so ein bisschen roten Stein, weil ich weiß auch nicht, wie viel ich noch habe. Machen wir uns erstmal noch welchen, weil 56 haben wir hier noch. So. Los, jib, Jummi, Junge. Gut. So. Nein, dich nicht. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Und dich brauchen wir. So, sehr schön. Dann ballern wir das Zeug nämlich hier gleich mal rein. Dann können wir nämlich gleich hier wieder Lampen hinstellen. Mach ich jetzt einfach mal so, das geht am schnellsten. So kann man irgendwie am schnellsten bauen. Das ist irgendwie maximale Baugeschwindigkeit von Minecraft. Rutscht das nicht immer nach? Manchmal rutscht es nach, manchmal rutscht es nicht nach. Ich glaube, das wird dann nach dem Update wird es dann auch wieder besser sein. Werde ich jetzt definitiv nach diesem Part dann auch machen, updaten. So. Ja, das schaut, denke ich, recht gut aus. Und das so lassen, dann haben wir jetzt gleich mal hier ein paar Lampen drauf. Hier dann auch gleich wieder ordentlich Licht reinkommt, das richtige Lichtlevel, weil wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass jetzt hier irgendwelche Viecher drin spawnen oder sowas. Das wäre jetzt nicht schön, wäre sehr ätzend. So, gut, weg mit dir, du blöder Sand. Noch? Was ist los? Ich glaube, Mr. Fraps fängt mal wieder an zu spinnen. Das ist aber nicht freundlich. Ich meine, die ganze Zeit läuft er jetzt wieder und jetzt fängt er wieder an, ein bisschen rumzuspacken oder was? Das passt mir jetzt aber gerade gar nicht. Ich glaube, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Hoffe ich doch ganz einfach mal. Dass wir zumindest den Boden noch reinzimmern können. So. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal sagen, ob das so passt mit dem Boden, aber ich denke mal schon, das ist ein schöner Kontrast. Denke ich mal, dass das eigentlich relativ gut ausschaut. Dass man das eigentlich so lassen kann. Wie gesagt, zur Not wäre halt noch die Möglichkeit, die Stone Bricks zu nehmen. Weil ich aber denke, dass der rote Sandstein eigentlich recht gut ausschaut. Vor allem, weil wir auch die Stone Bricks eigentlich schon relativ oft verwendet haben. Okay, jetzt hier auf dem Server noch nicht. Aber so in den anderen Projekten haben wir ja... verwendet man das ja dann doch relativ häufig, weil das ist halt eine der Steinsorten, die eigentlich immer da ist. Und da würde ich eigentlich fast dazu neigen, dass wir hier den Boden so lassen. Aber wie klar, da könnte man ja die Meinung mal schreiben. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Zum Glück. Sehr, sehr nervig, wenn man so große Flächen mal abtragen muss. Aber muss ja sein, ne?
geht nun mal nicht anders. Ich finde das echt ätzend, dass das nicht automatisch nachrutscht. So. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich irgendein Viech hinter mir steht. Weil das Lichtelwesen passt definitiv momentan nicht. Das sehe ich schon mit bloßem Auge, da brauche ich gar nicht die... Brauche ich gar nicht das Raster anzumachen. Das sehe ich mit bloßem Auge schon. Ja, Baum macht hungrig, sehe ich gerade. So. Und... Nochmal in die Haie legen. Und dann werden wir uns nochmal ein bisschen von dem netten Stone da holen. 56 habe ich noch da. Das reicht aber mit Sicherheit nicht. Muss man noch zwei Stacks. Gebrauchen kann man es ja sowieso immer mal. So. Also Chests habe ich aber auch ziemlich viele. Da habe ich es, glaube ich, mal ein bisschen gut gemeint. Ah gut, okay, wir müssen unser Lager ja so früher oder später erweitern. Von dem her werden wir das mit Sicherheit dann auch noch verbrauchen, die ganzen Chests. Und sie stören uns ja eigentlich nicht, solange wie sie im Lager liegen. Und wir sind nicht im Inventar mit uns rumtragen müssen. Ist das, denke ich, ganz okay so. So, jetzt haben wir den Raum hier gleich fertig. Und dann werden wir hier auf jeden Fall anfangen, die ersten Maschinchen hier reinzuhauen. Dass wir auch ein bisschen weiter vorankommen. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken. Ah, schau mal da. Okay. Gut, das sollte passen. Dit sollte passen. Was haben wir hier gebrannt? Glas. Na, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das haben wir ja jetzt schon alles verwendet. Jo, dann können wir das alles mal wieder weghauen. Okay, ich habe da gerade noch gesehen, ich habe hier noch Charcoal eingelagert. 52, die nehmen wir gleich mal wieder mit. Und hauen dem hier unten gleich mal noch ein bisschen was rein, dass das hier unten noch ein bisschen weiter Holz produziert. Na, ja, das reicht, denke ich, sogar mit Charcoal. Der braucht nur wieder ein bisschen Wasser. So, hier mal Wasser rein. Dann gehen wir mal schnell hin und noch zur Quarry. Geben der gleich mal noch ein bisschen Material zum Arbeiten. Dass die hier langsam ein bisschen vorwärts kommt. Ich finde das irgendwie immer faszinierend. Die brummen dich immer an. Du siehst immer keinen. So. Und so. Gut. Jetzt haben wir hier lustigen Sachen mitgebracht. Uranium. Das müssen wir dann später natürlich auch aufpassen, wenn wir das refinen. Weil hier ist ja wieder die schöne Sache mit dem Refined Uranium, dass du... ja, die ist aber echt ganz schön langsam. Dass du mit dem Refined Uranium wieder nicht im Inventar rumlaufen kannst, sonst gehst du nämlich an der Strahlung kaputt. Das heißt, wir müssen uns später auch wieder einen Gummianzug bauen und so weiter. Das war früher ja nicht so, also vor der Version, ich denke 1.6, konntest du das einfach so rumtragen. So, haben wir gleich nochmal zwei Eimer rein. Hast du eigentlich ein Diamond Upgrade? Warum machst du hier drüben nicht mit? Ach, jetzt machst du es, okay. So, na gut.
Gut, dann würde ich sagen, jetzt wo gerade Fraps wieder anfängt ein bisschen rumzuspacken, würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wie gesagt, jeden Tag 17 Uhr bei uns auf dem Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis im nächsten Part. Tschüss.